أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen inshallah weiter. Wir waren stehen geblieben bei Ayah 185. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Bis dahin sind wir angekommen. Nun geht's weiter. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis. Es geht also jetzt um die Ausnahmen, wann man das Fasten unterlassen darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier zwei Personengruppen oder zwei Gründe, indem er sagte, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet. Diese beiden Optionen oder Gründe erlauben, dass der Mensch nicht fastet. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. In der Aya vorher sagte er, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten, und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Jetzt ist die Frage, die Speisung des Armen, die wurde in der anderen Ayah jetzt nicht erwähnt. Oder wurde sie erwähnt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Hier wurde nicht die Fidya erwähnt. Und deswegen sagt Ibn Abbas radiallahu an, dass die Ayah vorher nicht ganz abrogiert wurde. Also das eine Urteil, das eine Gebot, dass das Fasten freiwillig war, wer möchte, der kann fasten, und wer möchte, der braucht nicht zu fasten, aber dafür entrichtet er die Fidya. Kannst du das Licht anmachen? Diese Ayah, das Gebot wurde aufgehoben, dieses Freiwillige. Willst du fasten oder willst du nicht fasten? Aber diese Entrichtung der Ersatzleistung, die wurde nicht aufgehoben. Also die Ersatzleistung gilt immer noch. Und deswegen mit beiden Ayat kamen die Gelehrten dann zum Urteil, derjenige, der nicht in der Lage ist, barakallahu, zu fasten, der soll die Ersatzleistung erbringen, wie es Allah Azza wa Jal eben in der Ayah vorher gesagt hat. Es geht also nun um das Thema, was mache ich, wenn ich nicht faste? Erstens, das Fasten ist eine Pflicht. Wer das Fasten leugnet, ist ein Käfer. Wer das Fasten leugnet. Das heißt, wer sagt, nein, Fasten gibt es nicht im Islam. Man muss nicht fasten im Islam. Ist kein Muslim. Warum? Weil er eine eindeutige Angelegenheit, die allgemein bekannt ist, leugnet. Ma'lum min ad-din bid-darura. Diejenigen Aspekte der Religion, die allgemein bekannt sind, das kennt jedes Kind, jeder Mensch. Wenn jemand kommt und sie leugnet, dann hat er den Koran geleugnet, und wer den Koran leugnet, der ist kein Muslim. Denn zum Bestandteil des Glaubens gehört, an den Koran zu glauben.
Und zwar an den kompletten Koran, nicht nur an einen Teil. Und deswegen gibt es leider heute einige Stimmen, die sagen, nein, man muss nicht fasten oder sowas. Und das ist eine Gefahr, eine große Gefahr. Denn wer das Fasten des Ramadan leugnet, wenn er sagt, das Fasten ist keine Pflicht, der ist kein Muslim. Möge Allah uns davor bewahren. Wenn jemand nun absichtlich nicht fastet, ohne Grund, er hat keine Entschuldigung, was ist dann das Urteil? Ja? Also laut dem, was ich jetzt hier erfahren habe, ist er dann laut dem, ich würde jetzt nicht sagen, er wäre ein Kämpfer oder ein Muslim, aber er hat halt eine sehr große Sünde begangen, weil er hat eine der Hauptsäulen der Islam sich gemacht hat. Das ist wie ein Muslim, der freiwillig seine Gebete nicht macht, aus egal welchen Gründen. Also zu ihm nicht vom Islam ausschließen, aber er wäre sehr, sehr nah dran. Sallallahu alaihi wasallam. Also das Unterlassen des Fastens, wobei man bestätigt, es ist Pflicht. Also jemand sagt, ja, Fasten ist eine Pflicht, aber er fastet nicht, das ist kein Kufr. Wenn er es unterlässt, weil er es nicht anerkennt als Pflicht, dann ist er Kafir. Selbst wenn er fasten würde, aber er erkennt es nicht an als Pflicht, ist er Kafir. Also es geht ja nicht darum, ob er es tut oder nicht. Es geht darum, leugnet er das Fasten oder leugnet er es nicht, dann bringt es ihm auch nichts, dass er selbst fastet, wenn er es leugnet. Das Einzige, was zum Kufr führt, also dessen Unterlassung zum Kufr führt, die Gottesdienste meine ich jetzt, ja, ist das Gebet. Wobei es natürlich auch andere Ansichten gibt. Einige sagen, wer Al-Hajj nicht macht, ist Kafir, wer Zakat nicht macht, ist Kafir. Aber auf jeden Fall, dass so die meisten Gelehrten sagen, das Einzige ist das Gebet. Es geht nicht darum, wer etwas leugnet. Beim Leugnen, da sind sich die Gelehrten einig, ob man das Gebet leugnet oder das Fasten leugnet oder Al-Hijab leugnet oder Verbot von Alkohol leugnet oder Zinsverbot leugnet oder Allahu A'lam irgendetwas leugnet. Wer etwas leugnet, was eindeutig klar ist, und er ist nicht jemand, der ganz frisch im Islam ist, zum Beispiel, der hat noch nichts mitbekommen, ja? Oder er lebt in einer Gegend, wo man nichts vom Islam mitbekommt, ja, das ist eine andere Sache. Jemand, der hat es mitbekommen und sagt, nein, für mich, es gibt kein Hijab, es gibt keinen Fasten, dieser ist kein Muslim. Aber wenn jemand sagt, doch, das Fasten ist eine Pflicht, aber ich faste nicht. Nicht aus Trotz sagt er das, sondern ich will essen, zum Beispiel. Der ist ein Fasiq, also ein Frevler. Also jemand, der eine gewaltige, große Sünde begeht. So, was muss er jetzt tun? Ja? 30 Tage nachfassen. 30 Tage nachfassen? Am Stück. Ja, was gibt's noch? Ja? Es geht jetzt um einen Tag, ja? Er hat einen Tag nicht gefastet. Was muss er jetzt machen? Absichtlich ohne Entschuldigung. Für einen Tag, 30 Tage nachfasten. Ja? 60 Tage. Sonst noch was? Ja? 61 Tage und was? Ach so, also erstmal diese 60 Tage plus jeder versäumte Tag noch dazu. Meinst du? Okay. Ja? Dass er für jeden versäumten Tag eineinhalb Kilo Reis spendet, ja? Okay, barakallahu fik, okay. Also, die Rechtsschulen haben hier unterschiedliche Ansichten, was denjenigen angeht, der absichtlich nicht fastet.
Also absichtlich sein Fasten bricht. Absichtlich sein Fasten brechen geht durch Essen, durch Trinken, durch Geschlechtsverkehr oder auch andere Sachen außer Geschlechtsverkehr, wie Selbstbefriedigung zum Beispiel. Das bricht das Fasten. So, wenn jemand das absichtlich macht, am Tage, zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang, dann sagen viele Rechtsschulen, er muss den Tag nachholen plus die Buße oder Buße fasten, also die Strafe. Ja? Und die Strafe besteht aus 60 Tagen. Warum 60 Tage? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde von einem Mann. Er sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, ich habe mit meiner Frau geschlafen. Am herrlichen Tag, also im Ramadan. Dann sagte er, du musst, was? Nein, nicht 30, ja. 60 Tage hintereinander fasten. Dann sagte er, ich konnte nicht mal einen Tag aushalten, wie soll ich dann 60 Tage aushalten? Dann sagte er ihm, ja, 60 arme Speisen. Und er hatte nichts. Er war ja, er sagte, ich bin der Ärmste hier in Medina. Dann, also er sagte, ich habe nichts. Dann bekam Rasul sallallahu alaihi wasallam Datteln und gab ihm diese Datteln, um sie zu spenden. Dann sagte er, ich bin der Ärmste hier. Dann kannst du sie behalten. Dieser Aspekt gilt aber nur für diesen Sahabi, ja, dass er sie behalten darf. Die Gelehrten sagen, das gilt nicht für die anderen. Das war eine Ausnahme, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das gesagt hat. Ansonsten, auch der Arme muss diese Strafe leisten, eben 60 Tage nachfassen am Stück hintereinander. Oder eben, wenn er nicht kann, 60 arme Menschen ernähren. Jetzt haben die Gelehrten gesagt, analog dazu gilt derjenige, der nicht isst, also der sein Fasten bricht durch Essen und Trinken, muss das Gleiche machen. Warum? Ja, hier, der eine hat Fasten gebrochen und der andere hat Fasten gebrochen. Der Grund ist zwar unterschiedlich, aber beide haben sich dem Gebot des Fastens widersetzt. Also müssen sie beide, wer absichtlich also isst oder trinkt oder absichtlich Geschlechtsverkehr hat, der muss also zusätzlich zum Nachholen auch noch die 60 Tage nachfasten. Andere Gelehrte sagen, nein, das ist ein Gebot, gilt nur bei Geschlechtsverkehr. Warum? Weil der Geschlechtsverkehr eben am helllichten Tage des Ramadan eine gewaltige Angelegenheit ist. Und damit eben dieser Mensch das wieder gut macht, soll er die 60 Tage fasten. Das ist ein separates Urteil. Man darf es nicht jetzt übertragen auf Essen und Trinken. Und deswegen gibt es die Ansicht, man wiederholt nur diesen Tag. Wenn man also absichtlich gegessen hat oder getrunken hat, bei Geschlechtsverkehr sind sie sich einig, die 60 Tage, da ist ja dieser Hadith. Nachholen plus 60 Tage. Aber beim Essen und Trinken, beziehungsweise bei der Selbstbefriedigung, weil das ist ja kein Geschlechtsverkehr, aber es bricht das Fasten, jetzt mal abgesehen davon, dass haram ist. Ja. Es geht jetzt darum, was ist das Urteil, wenn man es getan hat. Dann gilt, dass man diesen Tag nachholt. Aber, also ohne die 60 Tage. Aber hier, liebe Geschwister, warum sagen die Gelehrten das? Sie sagen, weil diese große Sünde kannst du nicht wieder gut machen. Diese große Sünde kannst du nicht wieder gut machen. Das stimmt, man kann solche Sünden nicht wieder gut machen. Aber es geht ja darum, ich möchte Hasanat sammeln, damit meine Sünden vergeben werden, oder nicht? Und deswegen ist es dringend zu empfehlen, dass jemand, der absichtlich das Fasten gebrochen hat, dass er etwas tut.
Warum? Woher nehmen wir das? Ja, aus den Belegen, aus Koran und Sunna, die auffordern, nach dem Schlechten Gutes zu tun. Allah Azza wa Jal sagt, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und folge nach einer Sünde eine gute Tat, dann wird sie die Sünde löschen. Das heißt, jemand, der absichtlich gegessen hat oder getrunken hat, beziehungsweise wie gesagt, es kam zur Selbstbefriedigung. Wenn jemand dies tut, soll er natürlich erstens den Tag nachholen, das ist ja klar, aber er soll zusätzlich etwas tun. Was, gut, und von den Sachen jetzt, die man gut, man kann Koran lesen, man kann beten, man kann, was könnte man dann am besten empfehlen? Ja, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesem Mann empfohlen hat, 60 Tage nachfasten. Ist die Argumentation klar? Das heißt, jemand, der das macht und an einem Tag unentschuldigt nicht gefastet hat, der soll sich nicht damit begnügen und sagen, okay, dann ich hole nach und das war's. Denn die Befürchtung ist dann auch, dass man das auf die leichte Schulter nimmt. Dass man sagt, okay, dann brauche ich nicht. Ja? Also dann brauche ich nicht zu fasten. Ja? Ich muss ja nichts nachholen, dann mache ich es halt nach Ramadan irgendwann. Aber wenn man sich vornimmt zu sagen, nein, ich muss dann 60 Tage fasten oder 60 arme Menschen speisen, das ist dann etwas, was eben vielleicht doch eine Hürde ist, beziehungsweise zumindest hat man dann Hasanat gesammelt, damit man diese Sünde vergeben bekommt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt, liebe Geschwister, wenn die Ulama sagen, die 60 Tage nachfasten, das macht die Sünde nicht wieder gut, dann weißt du, wie gefährlich diese Sünde ist. Wenn die Ulama sagen, die 60 Tage, die du nachfastest, das ist nichts im Gegensatz zu diesem Haufen Sünden, diesen Berg, diese Gebirgsketten an Sünden, die du Yawm al-Qiyamah findest, weil du diesen Tag nicht gefastet hast. Und das ist etwas Gewaltiges. Und deswegen müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir die Tage fasten und dass wir nicht unentschuldigt das Fasten unterlassen. Also haben wir jemand, der nicht fastet, wie gesagt, entweder essen und trinken, beziehungsweise Beischlaf, absichtlich. Was ist, wenn man das jetzt unabsichtlich gemacht hat? Man hat vergessen, dass Ramadan ist. Besonders in den ersten Tagen von Ramadan kann man das mal vergessen. Und dann hat man gegessen, getrunken oder auch Beischlaf. Beide haben vergessen, dass Ramadan ist. Ja? Ja. Ich gehe jetzt davon aus, dass meine Vermutung das genau dasselbe ist. Aber mhm. Okay, ja, sonst noch Idee? Genau. Was ist jetzt der Unterschied zwischen komplett vergessen nicht? Wenn man den ganzen Tag gegessen hat, meinst du? Dann muss man nachholen. Und wenn man nur einmal gegessen hat, du hast dich erinnert? Mhm. Ja, ja, nee, du hast gegessen und hast dich erinnert. Dann? Weiter fasten. Okay. Und nachholen oder nicht nachholen? Okay. Auch bei dieser Angelegenheit haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Warum erwähnten wir eigentlich unterschiedliche Ansichten jedes Mal? Natürlich nicht, damit du auswählst, was dir gerade passt. Ich sage immer wieder, jeder soll bitte den Gelehrten folgen, von dem er sein Wissen nimmt. Ja? Das heißt, du nimmst das Wissen von zum Beispiel einem Imam wie Abu Hanifa oder Imam Malik und so weiter, bitteschön, dann nimm oder einem zeitgenössischen, ja, zum Beispiel Ibn Uthaymin oder andere, dann halte dich daran. Außer du bist ein Gelehrter selbst, dann darfst du dich nicht an sie halten, dann musst du selbst herleiten und ableiten. Aber solange wir Laien sind, keine Gelehrte, müssen wir den Gelehrten folgen.
Das heißt also, für dich erst einmal guckst du, was sagt derjenige, von dem du deine Religion die ganze Zeit lernst. Ja, und was mit den anderen, was interessieren mich die anderen Ansichten, dass du weißt, es gibt noch andere Ansichten, dass du nicht die Leute dann, den Leuten zu nahe trittst und denkst, deren Fasten ist ungültig oder sie sind schlecht und so weiter. Denn die mangelnde Kenntnis über die Meinungsunterschiede ist ein Grund für Fanatismus. Und deswegen sagt auch Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wahre Fiqh, Rechtswissenschaft, ist Meinungsunterschiede zu kennen. Nur eine Ansicht zu kennen, das ist ja genug für dich, um umzusetzen. Aber der wahre Faqih ist derjenige, der die anderen Ansichten kennt. Und deswegen, diejenigen, die noch nicht Fiqh gelernt haben, die sind dann immer so streng, das ist die einzige Ansicht, alles, A'udhu Billah, wie kannst du nur so beten, wie kannst du nur so fasten, wie kannst du diese... Je mehr du lernst, dann denkst du, subhanallah, alhamdulillah, ja, okay, der folgt ja auch anerkannten Gelehrten. Das heißt jetzt nicht, du suchst dir aus, was du willst, denn du wirst nur deiner Neigung folgen. Du wirst ja nicht nach wissenschaftlichen Kriterien suchen, weil du eben das noch nicht gelernt hast. Sondern du wirst hier nach deiner eigenen Neigung suchen. Und die Ulama sagen, wer nach seiner eigenen Neigung den Gelehrten folgt, der wird dann zum Sindiq, zu einem Heuchler. Warum? Ja, deine Neigung wird bestimmt nicht das Richtigere verlangen, sondern das, was ihr passt. Und dann nimmst du die Ausnahmen von dieser Rechtsschule, die Ausnahmen von dieser Rechtsschule, die Ausnahmen von dieser Rechtsschule. Ja? Und am Ende hast du eine ganz andere Religion. Wie ich schon mal erwähnt habe, dieses Beispiel, ja, vor einem Kalifen, der war, glaube ich, Hanafitischer Rechtsschule und der andere wollte ihn überzeugen von der Schafiitischen Rechtsschule. Und dann hat er gesagt, so, ich bete mal vor, einmal nach Hanafitischer Rechtsschule, einmal nach Schafiitischer. Dann hat er Wein geholt und hat damit Wudu gemacht. Und dann hat er Schweineleder geholt, es als Gebetsteppich benutzt, hat sich mit dem Rücken zur Qibla hingestellt und sehr schnell gebetet und hat gesagt, so, das Gebet nach Hanafitischer Rechtsschule. Und taban, kein Hanafite würde jemals so beten. Nur was hat er getan? Er hat sämtliche Ausnahmen. Wenn du mitten in der Wüste bist und du hast niemanden und so weiter und so fort und da ist jetzt nur dies und jetzt, solche Ausnahmen, ja. Und diese Ausnahmen werden doch nicht alle auf einmal sein. Welcher Ort, bitteschön, bist du so, wo du nur Wein hast und nur Schweineleder und du weißt nicht, wo die Qibla ist und Allahu A'la. Was ist denn das für ein Ort? Aber er hat all diese Extreme zusammengefasst und das ist gemeint mit, man wird zu einem Sindiq. Das heißt, wenn du dir diese Ausnahmen zusammenbastelst dann nach deiner eigenen Seele, das ist ja kein Islam mehr, sondern die Ausnahmen wurden erklärt, wenn tatsächlich eine Notsituation vorhanden ist. Und diese Notsituation werden doch nicht alle auf einmal eintreten. Ja, und nach Schafiitischer Rechtsschule hat er, mashallah, sich schön parfümiert und Allahumma barik, beste Kleidung und so weiter. Allahu Akbar und so weiter. Ja, also sämtliche freiwillige Sachen noch dazu gemacht. Die Pflichten plus die Freiwilligen. Ja, und ob diese Geschichte jetzt richtig ist oder nicht, die Moral von der Geschichte ist, dass wir wissen, alle Rechtsschulen haben Regeln für Ausnahmen, Regeln für Notsituationen. Und deswegen darfst du nicht sagen, okay, ich suche mir die Ansicht aus, so wie sie mir gerade passt. Also wir lernen die unterschiedlichen Ansichten, dass der Horizont sich erweitert, dass du auch liebevoll mit deinen Geschwistern umgehst, dass du weißt, das sind Menschen, die folgen Gelehrten. Also die eine Ansicht ist, wer unabsichtlich isst oder trinkt oder auch Geschlechtsverkehr hat, was heißt unabsichtlich? Er hat vergessen, dass Ramadan ist. Der soll diesen Tag nachholen. Er soll weiter fasten. Also nur weil du gegessen hast, heißt es nicht, du darfst jetzt bis zum Sonnenuntergang essen, sondern du hörst sofort auf mit dem Essen und fastest den Rest des Tages und holst diesen Tag nach. Die andere Ansicht, wie von Ibn Uthaymin und anderen, rahimahullah, ist, nein, dieser Tag muss nicht nachgeholt werden. Und er belegt das mit dem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, indem er gesagt hat, wer unabsichtlich, also weil er es vergessen hat, isst oder trinkt am Tage von Ramadan, den hat Allah ernährt.
Die anderen sagen, ja, dieser Hadith, den kennen wir. Das ist ja auch wichtig, liebe Geschwister. Nicht, dass ihr den, weil einige kommen, aber da gibt es einen Hadith. Habibi, Imam Malik kennt den Hadith auch, Imam Abu Hanifa auch. Natürlich, die kennen jetzt nicht alle Hadith auf dieser Welt. Aber trotzdem, also nicht, dass du denkst, die anderen kennen gar keine Hadith. Sondern diese Gelehrten, wie die Malikiyah und andere, die sagen, nein, du musst nachholen. Die sagen, ja, ja, ich weiß, dieser Hadith ist mir bekannt. Es geht hier darum, du wirst nicht dafür bestraft. Das bedeutet, Allah hat ihn ernährt. Also die Strafe wird nicht eintreten. Aber steht im Hadith, du musst es nicht nachholen? Steht nicht. Und deswegen, Barakallahu fikum, an diesem Beispiel jetzt. Wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt recht? Du jetzt als Laie, ich als Laie. Du siehst jetzt, ein Gelehrter sagt, guck mal, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer unabsichtlich gegessen hat, den hat Allah ernährt. Deswegen brauchst du den Tag nicht nachzuholen. Du sollst weiter fasten, ja, aber nicht nachholen. So, jetzt der andere Gelehrte sagt, nein, dieser Hadith besagt, dass du nachholen musst. Nur die Strafe wurde dir, also du wurdest verschont. Wer hat jetzt recht? Ja? Ich würde sagen, dass der zweite recht hat. Warum? Ja, dann kommt der Konter. Allah Azza wa Jal sagt, O Allah, la tu'akhidna in nasina wa akhta'na, also ziehe uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir vergessen oder Fehler machen. Genau, dann kommt nämlich der Konter, ja, die Strafe wird nicht eintreten. Ja. Okay, ja, bitte. Das Herz entscheidet, Habibi, unsere Herzen möge Allah uns vor ihnen bewahren. Ja? Ja, das ist es ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte ja, die Sünde ist das, was dein Hake, also das kratzt so, also was soll man da sagen? Gewissensbisse, ja? Wo du sagst, da. Aber dieser Hadith ist für wen gedacht? Nicht für wir. Unsere Seelen, möge Allah uns erziehen, die sind nicht mehr ganz so, ne? Das heißt, wir wollen immer das Einfachere, das, was eben unserer Seele passt. Sondern dieser Hadith, gemeint ist die Gelehrten, wenn sie versucht haben, die Belege zu studieren und so. Und am Ende sagt Allah, das Gefühl, wie einige Gelehrte sagen, Allah, aber im Herzen ist irgendwas, wenn du ein Faqih von einem Faqih was liest und sagt da, ja, die Belege sind so, aber im Herzen ist noch was. Das ist einer, also der ist gottesfürchtig und so weiter und so fort. Wir haben Probleme mit Salat Subh und dann willst du sagen, Wallah, ich folge meinem Herzen. Allah al-Musta'an. Ja, bitteschön. Beide haben recht? Das kann ja nicht sein. Ja, ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Guckt mal, liebe Geschwister, wenn es mehrere Ansichten gibt, eine Ansicht ist richtig. Eine Ansicht ist richtig, aber alle werden belohnt. Das sind zwei Paar Stiefel. Eine Ansicht, du kannst ja nicht sagen, essen ja und nicht essen ja, beides ist richtig. Ja, was denn? Nachholen und nicht nachholen, beides ist richtig. Das kann ja nicht sein. Eines von beiden ist richtig, aber beide werden belohnt. Beide Gelehrte werden belohnt. Ja? Bitte? Ah, sehr schön, auch sichere Seite, das ist auch so ein Stichpunkt. Sichere Seite, nein, das ist nicht die Lösung. Warum? Weil die sichere Seite, das kann sein, dass du dir das Leben sehr schwer machst, sodass du dann nicht mehr in der Lage bist, die Religion umzusetzen. Du sollst nicht das Schwierigere suchen. Weil was ist denn die sichere Seite? Eher das Schwierigere dann, ne? Bitte? Barakallahu fiik. Hier sehen wir haben nicht genug Wissen, liebe Geschwister, dass wir sagen, der hat recht oder jener hat recht. Das geht nicht, sondern du folgst deinem Gelehrten. Du weißt, er hat studiert, er hat gelernt. Ja, letztens habe ich ja von Sheikh Ibn Uthaymin gepostet, welche Werke der geschrieben hat. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Ja,
15 Bände davon, 30 Bände davon, 10 Bände davon. Das sind Großgelehrte, sind das. In jedem Fach mehrere Bücher, nicht nur ein Buch, in Arabisch, in Aqida, in Usul al-Fiqh, Hadith-Wissenschaft, in allen Fächern der Islamwissenschaft hat er mehrere Bücher geschrieben, rahimahullah. Und er ist ja nicht der Einzige, es gibt ja noch andere. Ja. Das heißt, du überlässt das diesem. Yawm al-Qiyamah sagst du, ja Rabbi, du hast mir gesagt, ich soll Wissende fragen. Ich habe Wissende gefragt und der hat mir gesagt, ich soll dies machen. Punkt. Aber dass wir den Gelehrten spielen und sagen, Allah, guck mal, diese Argumentation, die hört sich gut an, das reicht nicht aus, dass sie sich gut anhört. Weil jeder Gelehrte wird dich überzeugen können von seiner Ansicht. Du sitzt bei dem, Malikiter, sagst, ich bin Malik ab heute. Gehst zu einem Hanafit und sagst, ab heute werde ich Hanafi sein. Ganz klare Sache. Gehst zum Hanbalit und sagst, Ahmad ibn Hanbal, der größte Imam. Gehst zu Shafi und sagst, Shafi, rahimahullah, der hat alles verstanden. Das ist so. Warum? Weil wir kein Wissen haben. Und deswegen überlassen wir es den Gelehrten. Also noch einmal zurück zum Thema. Wer unabsichtlich gegessen, getrunken hat oder Geschlechtsverkehr hatte, der, nach Ibn Uthaymin rahimahullah, muss diesen Tag nicht nachholen. Nach den meisten Rechtsschulen muss er diesen Tag nachholen. Hier ist eine gute Sache, vielleicht auch zu dem, was du gesagt hast, Barakallahu fiek. Wenn eine Sache, liebe Geschwister, nicht so schwierig ist und du kannst sie machen und damit gehst du dem Meinungsunterschied aus dem Weg, mach es. Wie bei dieser Sache. Du fastest nach. Bringt dich das um? Nein. Fasten ist eine gute Sache? Alhamdulillah. Ja, dann faste, Habibi. Faste und dann hast du Hasanat und du bist raus aus dem Meinungsunterschied. Aber nicht missverstehen, dass wir sagen, wir gehen immer nach der Härteren. Das nicht. Ja? Jetzt haben wir den Fall gehabt, absichtlich, unabsichtlich. Jetzt kommen wir zum Punkt, wenn man nicht fasten kann. Wer kann nicht fasten? Das sind die Kranken oder auch ältere Menschen. Was ist denn der Unterschied zwischen krank und ältere? Ja? Kranke Menschen haben eine chronische Krankheit, die sie nicht erlaubt zu fasten, wo es für sie lebensgefährlich wird. Mhm. Und ältere Menschen haben einfach nicht mehr die Kraft dazu zu fasten. Genau. Weil sie sonst eine Schwierigkeit kriegen. Barakallahu fiek. Er ist nicht krank. Hat er Zucker? Nein. Hat er Blutdruck? Nein. Hat er irgendwas anderes? Nein. Aber der ist so alt, er kann nicht. Also er ist nicht krank, aber er ist so alt oder sie ist so alt, sein Körper schafft es, er müdet und vielleicht überlebt er das sogar nicht. Das heißt also, kranke Menschen und ältere Menschen müssen nicht fasten. Und hier unterscheiden wir zwei Formen. Also diejenigen, die chronisch krank sind, also deren Krankheit immer vorhanden ist, nach Stand der Medizin heute, kann ja sein in 20 Jahren, dass es ein Gegenmittel gibt für diese Krankheit, aber heute, Stand heute, Diabetiker, die müssen damit leben, zum Beispiel. Oder es gibt noch Asthmatiker, gut, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Lösung, aber der lebt dann damit. Ja, also chronische Krankheiten, die bleiben bis zum Tode, wallahu a'lam. Und andere, nicht chronische Krankheiten, du hast mal eine Erkältung zum Beispiel, hast mal Magen-Darm-Infekt, bleibt ja bi'idhnillah, also nicht immer, ja, sondern eine Woche, zwei Wochen, ein Tag, zwei Tage. Das sind nicht chronische Krankheiten. Bei chronischen Krankheiten gilt, die können ja nicht nachfasten. Also müssen sie die Ersatzleistung entrichten, die sogenannte Fidyah. So, wie hoch ist diese Fidyah? Ja? 1,5 Kilo Genau, 1,5 Kilo von deiner Hauptnahrung. Was isst du? Was isst ihr so? Döner, Burger, Steak. 1,5 Kilo wird T-Bone, ist schon. Mhm. Also was, ja? Reis? Nudeln, Kartoffeln, okay, ja? Obst? Ach so, ach, Chubis, ah, Chubis. Ajo? Couscous, ajo. Ja? Döner, Hauptnahrungsmittel, ne? Mashallah. Also,
1,5 Kilo zum Beispiel Reis oder eben Couscous zum Beispiel, ja? Grieß, Smid heißt Grieß, oder? Smid? Ja. Auf jeden Fall da, pro Tag. Oder du machst ein Essen und gibst dem Armen davon. Du kochst heute, was kochen die heute zum Beispiel? Heute gibt es was? Menü? Ja? Burgetten. Burgetten? Ja. Was ist denn das? So französische lange Ah, diese Burgetten. Ah, ja. Masha'Allah. Allahumma barik. Auf jeden Fall, du hast Lasagne gekocht. Okay? Nicht du. Also, oder könnt ihr kochen? Auf jeden Fall. Und dann gibst du eine Portion an einen Armen. So, bitteschön, dann hast du deine Pflicht erfüllt. Natürlich so, dass er satt wird. Ja, also essen, damit man satt wird. Satt bedeutet nicht, dass er nicht mehr atmen kann. Ja? Aber eben, dass er eine gute Portion. Okay? Oder, Allah, ist ja egal, entweder du kochst was und gibst dem Armen, oder du gibst ihm es roh. Also was? Zum Beispiel Reis. Also 1,5 Kilo Reis. Deswegen die Fidya, barakallahu fikum, ist nicht so hoch, wie leider es einige dann immer sagen. Ja? 8 Euro, 9 Euro, ich weiß auch nicht. Also die nehmen was als Maßstab? Datteln. Sie nehmen als Maßstab Datteln. Aber Datteln ist nicht unsere Hauptnahrung. Datteln ist zum Nachtisch zum Beispiel. Ja? Das heißt, in der Regel, ich rede jetzt nicht von Ramadan, vom Iftar, dass du Datteln isst, sondern in der, habt ihr Mittagessen, dann sagt er, Mashallah, Mama, was hast du uns gemacht? Hier, bitteschön, Dattel. So leben wir doch nicht. Früher lebte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, anhand von Datteln und die Sahabe. Das war ihr Hauptnahrungsmittel. Was war Mittagessen? Dattel. Dattel und Wasser. Aber heutzutage ist es nicht so, sondern eben Reis, Nudeln und so weiter, Couscous, was es noch alles gibt. Also, die Datteln sind natürlich viel teurer. Ja, und deswegen, wenn du 1,5 Kilo Datteln kaufst, was haben wir gesagt? Kilo ist was? 6 Euro oder was? Datteln? Ja, Latif. 7,50 Euro? Ja? Okay, bitteschön. Ein Kilo ist schon 7 Euro. Achso, 1,5 haben wir gesagt, 7,50 Euro. Genau. Ja? Deswegen kann man nachvollziehen, dass die dann 7 oder 8 Euro sind. Aber wer bitteschön von euch isst Datteln? Hier kommen sie und sagen, ja, aber damit die Armen es gut haben. Ja, das ist ja schön und gut. Die Absicht war klaufig. Aber wir können jetzt doch nicht den Leuten das erschweren. Stell dir mal vor, jemand ist chronisch krank und muss jetzt für den ganzen Ramadan 30 Tage 8 Euro pro Tag, ja, 240 Euro. Bei den Stromrechnungen und Gasrechnungen, ja, das ist schon eine Erschwernis. Und deswegen 1,5 Kilo. Jeder soll gucken, was für eine Reissorte man isst. Isst du Basmati-Reis? Bitte schön, gibt es noch teureren? Gibt es bestimmt, oder? Jasmin. Jasmin, Jasmin, ein Kilo 8 Euro. Relativ. Auf jeden Fall, je nachdem, welche Reissorte du isst, ja, oder Couscous-Sorte du isst, 1,5 Kilo davon pro Tag. Und da sind sich die Rechtsschulen. Bei der Hanafitischen bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die meisten Rechtsschulen besagen, es muss Essen sein. Es muss Essen sein. Du sollst nicht dem Armen Geld geben. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der jedes Jahr immer erwähnt wird. Ja, aber die Armen brauchen doch Geld und so weiter. Der Islam will dich in verschiedenen Disziplinen trainieren. Einmal sollst du mit deinem Körper was machen, wie zum Beispiel Hajj und Umrah. Einmal sollst du mit deinem Geld was machen, wie die Zakat. Einmal sollst du Essen geben. Das heißt, es sind verschiedene Trainingseinheiten. Wenn du sagst, Wallahi, guck mal, der Arme, der braucht auch Geld, ja, dann gib ihm 1,5 Kilo Reis und gib ihm 5 Euro dazu. Wo ist das Problem? Dann hast du das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat, und du hast noch mehr gespendet. Also derjenige, der chronisch krank ist, der gibt diese Fidya. Dazu gehören auch zu krank, chronisch, ja, oder machen wir erstmal die nicht chronisch Kranken, die müssen nachholen. Und das Nachholen, da hast du ein Jahr Zeit.
Also ab Ende Ramadan bis zum Anfang des nächsten Ramadan. In dieser Zeit musst du nachholen, nicht am Stück, musst du nicht, darfst du, du musst dich am Stück nachholen, aber Hauptsache du hast die versäumten Tage innerhalb eines Jahres nachgeholt. Solltest du nicht innerhalb eines Jahres die versäumten Tage nachgeholt haben, sondern der nächste Ramadan ist eingetreten, dann musst du immer noch nachholen plus Fidya zahlen. Also plus diese 1,5 Kilo Reis. Wie sieht es aus mit schwangeren Frauen? Also erstmal hier eine Frage, ist es erlaubt in der Schwangerschaft zu stillen? Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das verboten ist. Wenn jetzt schwangere und stillende Frauen nicht fasten können, die sollen das mit ihren Ärztinnen besprechen, je nachdem wie die Situation ist. Und wenn nun eine schwangere Frau oder eine stillende Frau nicht fasten kann, dann gibt es hier mehrere Ansichten der Gelehrten. Also das heißt bis zu 5 Ansichten bei den Gelehrten. Aber die wichtigsten sind, erstens, und das sagen die meisten, sie muss nachholen, wie jemand, der krank ist und wieder gesund wird. Weil die Schwangerschaft hört ja irgendwann auf. Die Stillzeit hört irgendwann auf. Ist ja nicht so wie ein chronisch Kranker. Also holt sie nach. Das ist Nummer 1. Die andere Ansicht besagt, nein, schwangere Frauen und Stillende werden so behandelt wie die Älteren oder beziehungsweise chronisch Kranken. Was müssen die machen nochmal? Fidya. Also die müssen nicht nachholen, sondern nur pro Tag entrichten. Warum sagen die das? Die sagen, ja, eine schwangere Frau wird irgendwann das Kind auf die Welt bekommen, die stillende Frau wird irgendwann ihr Kind entwöhnen. Aber das kann Jahre dauern, bis sie nachholen kann. Dieses Jahr ist sie schwanger, dann stillt sie zum Beispiel 2 Jahre, das sind 3-mal Ramadan, dann kommt das nächste Kind, das wird dann auch nochmal 2 Jahre gestillt, dann kommt das nächste Kind und das wird auch nochmal 2 Jahre gestillt. So, viel Spaß. 9 Monate muss sie jetzt nachfasten. Das ist eine Riesenerschwernis, oder nicht? Deswegen, da haben sich die Gelehrten gefragt, wem ähnelt die schwangere und stillende Frau eher? Welcher Situation? Dem chronisch Kranken oder dem nicht chronisch Kranken? Die einen sagen, hört das irgendwann auf oder hört es nicht auf? Ja, es hört auf, also nicht chronisch krank. Die anderen sagen, ja, aber kann es sein, dass es jahrelang geht? Ja, ja, dann ist es ja wohl eher wie ein chronisch Kranker. Was machen wir jetzt? Ja? Fidya? Ja? Mashallah. Mashallah. Möge Allah dir viel Wissen geben. Möge Allah dich zum besten Arzt machen. Arzt für die Seele und Arzt für den Körper. Allahumma barik. Ja? Ja, genau. Natürlich, man fragt den Gelehrten. Aber ansonsten allgemein, wenn man in der Lage ist, das ist auch wieder so ein Fall, wer in der Lage ist, nachzufasten, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber also wenn es ein Ramadan ist zum Beispiel und sie hat jetzt nicht noch 2, 3 Ramadane versäumt, da kann man sagen, Schwester, guck mal, versuch nachzufasten. Klappt es nicht, kannst du ja immer noch die Fidya zahlen. Aber bei mehreren Jahren, dann wird es wirklich schwierig. Ja? Und außerdem ist das eine Ansicht von Sahaba, dass sie nur Fidya zahlt. Ja, also und keine und nicht nachholen muss. Also bei den Sahaba gab es alle Ansichten. Sowohl sie muss nachfasten, die andere, nein, sie muss nicht nachfasten, sondern sie soll nur Fidya zahlen. Dann sie muss nachfasten und Fidya zahlen. Und dann gibt es noch die Ansicht, sie muss gar nichts machen. Weder nachfasten noch Fidya zahlen. Aber wie gesagt, der Mittelweg ist eins von beiden. Entweder nachfasten oder, wenn es nicht geht, die Fidya zahlen. Ja? Entschuldigung. Nochmal? Sehr schön. Barakallahu fik. So, jetzt sollen wir den Bedürftigen, was sagt Allah Azza wa Jal?
Ta'amu miskin, also den Bedürftigen. Ein Miskin ist jemand, der an der Armutsgrenze lebt. Also Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel oder heute Bürgergeldempfänger. Ne? Wir müssen ja auch updaten, also ja, immer aktuell bleiben. Also er lebt an der Armutsgrenze. Das heißt, das, was er hat, reicht gerade noch so, um essen, trinken, schlafen und das war's. Ein Fakir, das ist ein Miskin. Ein Fakir ist derjenige, der nicht mal an der Armutsgrenze lebt, unter der Armutsgrenze. Beiden darf man geben. Also jemand, der gar nichts hat und jemand, der nicht genug hat. Das heißt, wenn zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, wenn du weißt, jemand ist arbeitslos, der hat kein Einkommen und der lebt, wie gesagt, durch Bürgergeld oder Sozialhilfe, oder wie man das nennt, und der hat natürlich jetzt nicht seine Millionen irgendwo versteckt. Ja? Also es geht jetzt darum, er ist wirklich ein Bedürftiger, dann kannst du ihm das geben. Ja. Na. Genau. Genau. Wenn die Frau, also die schwangere oder stillende Frau, sie versucht nachzufassen, dann merkt sie, sie kann es nicht, dann kann sie die für dir zahlen. Machen wir weiter und dann kommen wir inshallah nachher zu Fragen, bi'idhnillah. Also, wir waren stehen geblieben bei was? Bei den Kranken. Wir haben gesagt, chronisch krank, nicht chronisch krank. Und dann haben wir gesagt, schwangere bzw. stillende Frauen, die müssen nicht fasten und dann je nachdem, ob sie nachholen oder die Fidya zahlen. Wer darf nicht fasten? Ja? Chronisch Kranke, für die es lebensgefährlich wird. Genau, für die es lebensgefährlich wird, chronisch Kranke, ja? Genau, menstruierende Frau. Geisteskranke müssen nicht fasten, ja, aber dürfen nicht, das eher nicht, wallahu a'lam. Also stellen wir uns vor, ein Geisteskranker, der fastet. Also isst und trinkt nichts. Ja? Ist es eine Sünde? Nein, bei ihm gibt es ja keine Sünde. Also es geht ja darum, wem wird es eine Sünde? Ja? Genau, also der Wochenfluss oder Wochenbett. Also Frauen während der Periode dürfen nicht fasten. Und Frauen nach der Geburt dürfen nicht fasten, solange also die Blutung vorhanden ist. Frauen, die eine Zwischenblutung haben, also weder Periode noch Wochenfluss, müssen fasten. Und diese Frauen, also die nicht fasten dürfen wegen Periode oder Wochenbett, müssen diese Tage nachholen. Das Gebet dürfen sie auch nicht beten, aber das holen sie nicht nach. Und da fragte ja eine Gefährtin Aisha radiallahu anha, also sie wurde gefragt, warum fastet die menstruierende Frau nach, aber holt ihre Gebete nicht nach? Da sagte Aisha radiallahu anha, bist du denn eine aus Harura? Haruriyatun anti. Harura war Hochburg der Khawarij. Warum sagte sie, bist du eine, weil diese Leute sagten, sie muss auch das Gebet nachholen. Ja, also die hatten falsche Ansichten, deswegen sagte sie, gehörst du zu denen oder was? Ja. Und das ist ein Beleg, dass man die Khawarij auch anders bezeichnen darf, weil heute die Takfiris, die sagen, oh, guck mal, der sagt Takfiri, Takfiri steht ja nirgends. Und wo liegt das Problem? Al-Khawarij wurden Haruriya genannt, wurden mit verschiedenen Bezeichnungen bezeichnet. Ja, das ist ja nicht verboten. Ja. Und wenn die dann kommen, ja, aber du damit sagst du, Takfir gehört nicht zum Islam. Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich sage, die Qadariya, das ist eine Sekte, die hat Fehler im Qada und Qadar. Heißt das jetzt, es gibt kein Qada und Qadar? Nur weil ich sage, Qadariya? Ja, aber die Leute versuchen halt eben, sich immer so darzustellen, als ob sie, ja, bitte? Die Miskin sind, ja. Möge Allah uns recht leiten. Also, die menstruierende Frau und nach Geburt
wenn es zur Blutung kommt, solange eben die Blutung da ist, darf sie nicht fasten. Und Aisha radiallahu anha sagte, sie holte das Fasten nach, kurz vor dem nächsten Ramadan. Und das ist der Beleg, dass du eben ein ganzes Jahr hast. Kurz vor dem nächsten Ramadan hatte Aisha radiallahu anha auch Tage nachgeholt. Das sind also diejenigen, die nicht fasten müssen. Dann haben wir den Reisenden, und der Bruder fragte ja, was eine Reise ist, oder? Vorhin. Genau. Der Reisende ist derjenige, nach Mehrheit der Rechtsschulen, der eine Strecke von über 80 Kilometer hinter sich legt. Andere, wie Ibn Uthaymin rahimahullah, sagen, es ist nicht gebunden an eine Kilometerzahl, sondern was im Brauche der Gesellschaft als Reise angesehen wird. Wenn du jetzt von Frankfurt nach Wiesbaden fährst, verabschiedest du dich bei deiner Familie? Assalamu alaikum, inshallah sehen wir uns wieder, barakallahu fikum und so weiter und so fort. Ja, nimm genug Essen mit und so, pass auf dich auf. Und hallo, ich bin in Wiesbaden, inshallah, ich komme zurück. Das heißt also, was im Brauche der Gesellschaft eine Reise darstellt, alles, was über 80 sowieso. Also nicht, dass jemand denkt, Habibi, ich bin jeden Tag Berlin pendlich, das ist keine Reise mehr für mich. Hier geht es um unter 80. Unter 80 Kilometer, wer dieser Ansicht folgt. Und noch einmal, nicht Ping-Pong spielen. Heute folge ich Ibn Uthaymin hier, der ist schön, mashallah, locker hier, unter 80, kürzen und so. Und dann, wenn es um Zakat geht, dann folge ich ihm nicht. Außer du bist ein Gelehrter, sagst Ibn Uthaymin, rahimakallah, tut mir aber leid, du liegst hier falsch. Wenn du so viel Wissen hast, okay. Aber wenn man ein Laie ist, dann soll man nicht Ping-Pong spielen, also ich meine jetzt hier nicht rumspringen, ja nicht, jemand sagt hier, Ping-Pong ist haram. Also du sollst nicht von einem Gelehrten zum anderen Gelehrten rumspringen. Die meisten Rechtsschulen sagen 80 Kilometer. Ja? Und dann, wenn du eben verreist, dann darfst du das Essen und Trinken, also das Fasten unterlassen. Du darfst aber auch fasten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wer will, der soll fasten, und wer will, der soll nicht fasten. Und die Sahabe, einige Sahabe haben in Ghazwat Badr oder in Fath Mekka, das war im Ramadan, beide waren im Ramadan, haben gefastet, aber nicht alle. Das bedeutet also, wenn man auf Reise ist, darf man fasten, man muss es aber nicht. Wenn man nicht gefastet hat, muss man es nachholen. Okay, dann machen wir eine Pause, inshallah ta'ala, an dieser Stelle. Wir haben eine Viertelstunde und dann geht es weiter. Bihawlillahi ta'ala. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.